Herzlich willkommen zurück hier bei Sword of the Stars, The Pit. Beim letzten Mal haben wir schon ein bisschen erkundet. Wir sind auf dem zweiten Floor. Ich weiß gar nicht. Wollten wir da gerade runtergehen, oder? Genau, wir wollten da runtergehen. Und da sind wir auch schon. Wie viel Munition haben wir eigentlich noch? Nicht mehr viel, so wie es aussieht. Deswegen glaube ich, werde ich jetzt mal aufs Messer umstellen. Und uns die Munition aufheben, weil ich nicht weiß, was noch so alles auf uns zukommt. Achievement unlocked. You've traveled far enough to walk to the top of the Eiffel Tower. If they let you, which they don't, they make you pay for an elevator. Okay. Und mit dem Messer sind wir lang nicht so gut wie mit der Pistole. So, Electronic Parts haben wir bekommen. Ein offener Safe, der bringt uns nichts. Okay, ich höre was. Was bist du? Rabbit Bat. Ah, dich hatten wir schon mal. Okay, und da geht das Rabbit Bat, die Rabbit Bat auch schon down. Okay, hier gibt's nichts mehr. Okay, locked. 77%, um es aufzukriegen. Das kriegen wir hin. Und hier gibt's Ratten. Komm her zu uns. Miss. Okay, wir können noch verfehlen. Okay, sehr schön. Und wir kriegen Bone Slivers, wofür auch immer die gut sind. Lass mal kurz sehen. Bone Slivers. Ingredient. Also können wir hier craften auch noch. Gut, dass wir ein großes Inventory haben, denn ich habe bisher noch nichts gefunden, wo wir auch nur irgendwas tun könnten. So, hier ist locked. 78% of success. Das versuchen wir auch gleich. Bisher hat das ja alles gut funktioniert. Oh, die Ratte hat aber gut reingehauen. Aber bei der haben wir dafür gut reingehauen. Okay, hier gibt es aber auch noch nichts. Green Bed, locked. Locked, aber wir müssen ja hier auch nicht raus, weil wir haben ja einen Ausgang. Oh, die nächste Ratte ist da. Und stirbt. So lobe ich mir das. Noch eine von diesen Beds. Die hält es allerdings aus. Und wir sollten wieder was essen. Unser Leben sieht jetzt nicht so gut aus. Haben wir denn noch was zu essen? Raw Meat. Eat. Okay, das reicht jetzt für nicht sonderlich viel. Wir hätten zwar noch den Infinity Food, aber das ist... Ich esse mal hier das Fleisch ein bisschen. Oh, Disease L2. Also kriegen wir von rohem Fleisch Disease. Das ist schlecht, ehrlich gesagt. Was haben wir hier noch? Moldy Bread. Was ist das? Ingredient. Ob ich mir das alles mal sortieren soll? Ah, ein Medkit haben wir auch schon. Okay, leichte Wunden und will reduce disease. Ich weiß nicht, ob wir das schon brauchen, ehrlich gesagt. Und da haben wir noch Rationen. Okay, ich gehe jetzt einfach mal so weiter. Ich höre einen Roboter, da ist er auch schon. Oh, und Ratten. Sehr schön, die ging down. Dura Knife is damaged. Das kann auch passieren. Okay, Alter, hier sind aber ziemlich viele Tiere. So, Rotpile. Was haben wir hier gefunden? Ein Stück Brot. Lecker. Und was haben wir hier gefunden? Ein Fungibar. Keine Ahnung, ob man das essen sollte. So, die nächste Bett haben wir hier. Oh, sehr schön. Instant Kill. Hey, du kannst übers Ecke angreifen, du Mistvieh. So haben wir nicht gewettet. Oh, was bist du? Du siehst Light Security Bot. Das sieht mir ein bisschen gefährlicher aus, ehrlich. Au! Okay, ja, der ist gefährlicher. Alter! Okay, der fällt auseinander. Aber, ja, war jetzt nicht so sonderlich nett von ihm. Was ist das hier unten? Das Ding funktioniert noch. Ein Locker. Können wir den Lock entlocken? Und wir bekommen Digital Interpreter. A small expert system capable of analyzing alien script. Okay, für den Description Skill ist das gut.
Also derweil schlagen wir uns ja ganz gut, würde ich sagen. Ich hätte ganz gerne eine Map, damit ich weiß, wo ich schon gewesen bin und wo nicht, ehrlich gesagt. Hier war ich definitiv noch nicht. Und da ist der Abgang in die nächste Ebene. You spotted nearby mine trap. Oh. Disable trap. Okay, nur 54%, aber wir versuchen es einfach mal. Sehr schön. Und wir haben es deactivated und bekommen sie auch. Was können wir mit dem Ding machen? Mindtrap, Mindtrap, wo bist du? Na, wo bist du denn? Hier. Dangerous explosive covered by a false piece of flooring. Ob wir mit dem irgendwas... Ah, Set Trap. Ja, wir können was damit machen. Sehr schön. Aber als erstes, wie gesagt, nochmal kurz umsehen. Ach, hier sind ja auch Symbole drauf. Hier ist zum Beispiel eine Küche oder sowas mit Zool Infant Swarm. Okay, mit so einer Art Schlange oder so. Also mit Babyschlangen. Die sind aber schnell platt. Und hier haben wir noch eine Ratte. Komm her zu uns. Ah, ich kann auch übers Eck angreifen. Hätten wir das auch gelernt. Okay, Damaged Cooker Stasis Pantry. 15% nur Erfolg. Das ist schlecht. Was auch immer wir da machen könnten. Okay. Freezer. 99%. Okay, das klingt gut. Da kriegen wir hoffentlich was zu essen. Das sieht nach grünem Käse aus. Rotten Cheese und Hiver Cheese. Risky to eat. Okay. Essen wir mal den Käse hier. Und wenn wir schon dabei sind, essen wir den auch. Okay. Disease. Das war keine gute Idee. Aber ich wollte es ausprobieren. Okay. Ja, hier sind Disease wird schlimmer. Das Disease reduced. Okay, das wird hier also alles ausgewürfelt. Na gut, wir machen uns auf den Weg in die nächste Ebene. Oh, was bist du denn für ein Teil? Mutant Rock Red? Ah ja, dich kennen wir schon. Dura Knife Damaged. Ich frage mich, ob wir das irgendwie wieder hinkriegen können. 26 von 30, also dauert's, also haben wir noch genügend. Storage Pot. Und wir können mit dem Lockpick unsere Chancen darauf vergrößern, was rauszukriegen. Und bekommen Composite Clothes und X-Ray. Okay, schauen wir mal. Wo haben wir das denn hier? Hier, Composite Clothes. Okay, das bringt uns nichts. X-Ray. Device that converts power into high energy X-Rays. Ich brauche jetzt endlich mal irgendwas, wo wir das Ganze benutzen können, würde ich sagen. Oh, ein Ammo Crate. Munition wäre nicht schlecht. Und was kriegen wir hier? Flashette Rounds, Energy Cell, Pistol Rounds. 10 Stück. Okay, also gibt es hier noch. Wieso ist es jetzt. Achso, weil ich Disease Level 4 habe. Deswegen sehe ich jetzt nichts mehr. Dann werden wir uns jetzt mal heilen, glaube ich. So, die Disease ist nur noch Level 3. Hoffentlich wird das wieder besser. So, das Ding müssen wir aufkriegen. Okay, die Disease ist wieder schlecht und wir sind blind. Okay, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Okay, das hat nicht so wirklich funktioniert. Wir sind noch immer blind. So, und jetzt haben wir nur noch die Disease Level 2 und wir werden angegriffen. Können die aber ganz gut fertig machen. Bekommen hier Bindings. Und noch mehr Bindings. Und noch mehr Gegner. Die Disease wird wieder schlimmer. So, wir können die ganzen Viecher hier umbringen. Und hier ist wieder ein Essensraum, aber hier gibt's, glaube ich, nichts. Nee, es gibt nur Tische. Okay, Disease Level 4. Ich glaube, ich werde in diesem Disease draufgehen, wenn es so weitergeht. Ja, denn wir sind schon wieder blind. Okay, und wir können upleveln, sehe ich da gerade. Dann würde ich so vorschlagen, wir gönnen uns mal einen Punkt in Brains. In Lockpicking. Dann, in Knife. Was könnten wir noch machen? Ja, unsere
anderen Skills, um Sachen aufzukriegen. Und in Medical. So. Okay, ich habe hier nur noch zwei von diesen Medpacks. Aber ich möchte nicht wieder blind sein. Und ich frage mich, ob das wie das die Seas besser werden kann. Okay, die Seas ist wieder schlechter. Und wir sind wieder blind. Super. So, und ich habe die Ratte blind getötet. Die Seas Level 5. Langsam habe ich Angst um uns. Okay, und wir sind wieder mal blind. Ausruhen oder so geht ja auch nicht wirklich, würde ich sagen. Ich möchte nicht am Disease draufgehen, hier in meinem ersten... Oh, Rattennest. Hier in meinem ersten Run. Dura Knife Damaged, Knife Skill Upgraded. Oh, Unconsciousness. You're dead. Game over. Okay. Also wissen wir, Disease kann auch ziemlich übel sein, weil sonst wären wir noch nicht draufgegangen. Gut, für den ersten Run war das jetzt, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, auch wenn wir jetzt noch nichts gefunden haben, mit dem wir wirklich Ausrüstung verbessern können oder so. Ich werde das versuchen, beim nächsten Mal besser zu machen. 66 Kills. Ordentlich Experience. Auf dem vierten Floor waren wir. Also beim nächsten Mal gehe ich da ein bisschen schneller durch, glaube ich. Aber gut, ja, das war's hier von Sword of the Stars The Pit. Ich glaube, einen zweiten Run mache ich auf alle Fälle noch. Macht schon irgendwie Spaß. Das war's hier von mir. Macht's gut. Bis bald. Euer Chris.